bitte auf den. Und sofort die Totems umklatschen, ganz wichtig. Falls er ein Totem stellen sollte. Sofort umklatschen. Heilzauberschutz, schnell. Genau, ja, weil... Toll, das ist so geil. Das Lustige bei den Totems ist, die machen genau das. Wo ist das Totem? Schutzzauber. Ja, und das... Währenddessen heilt er sich und... Ach, ich weiß nicht was. Also, das ist ziemlich... Der Typ muss auch als erstes down gekloppt werden. Hier sind wir das erste Mal, als wir drin waren, ziemlich gut gestorben. Weil wir die Gruppe nicht down bekommen haben. Warum greift der Hunter dieses Ziel an? Ach, egal. Alter. Ich mag Hunter nicht. Gut, dass ich mir gerade selbst einen hochspiele. So. Oh, ich finde so Gurup viel cooler. Muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. So, dann reckt ihr erstmal. Alter, Shami. Vor allem ist es eine Jägerin, die unbedingt sterben will. Schatz, warum trinkst du denn dann nicht? Ich bin noch am Essen. Ja, das war gerade nicht wirklich zu sehen. Mal eben schauen. Nehmen wir den zuerst. Und los geht's. Reitet los! Reitet los und bringt mir ein paar Köpfe! So. Wow, die hauen richtig böse rein. Oder heilt mich der Heiler einfach nur gerade nicht? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt wird's noch böser. Machen wir zuerst aus dem Bärenschnittlauch. Leute, erster Bär. Scheiße. Was bringt es, wenn wir dann auf einmal 4 Gegner haben, statt... Egal. Wer von denen kann kirschen? Oder? Konnte ich... Ne. Verschwinden die, oder? Egal. So. Warte. Ich guck mal eben noch, was er kann. Ach, das ist das mit dem Range. Mit dem? Ja, jeder, der am hintersten, der am weitesten wegsteht, der wird, der kriegt einen übertriebenen Hieb drauf. Ja, Schatz, machst du 2. Das habe ich beim letzten Mal irgendwie nicht so ganz verstanden. Also, der am weitesten wegsteht, der kriegt einen Schaden drauf. Mhm. Der den Schaden dann bekommen hat, der hat einen Debuff und der muss dann in die Gruppe zurück. Weil er darf auf keinen Fall noch einmal davon getroffen werden. Das heißt, dann geht der zweite etwas weiter raus, sodass er das nächste Mal getroffen wird. Verstehst du? Mhm. Muss ich denn jetzt auch 1 oder sowas hinschreiben, oder wie? Nee, 1, 2, das ist wer als erstes am weitesten wegsteht. Die machen gerade die Nummerierung fest. Ach so. Okay. Soll ich? Ja, Hunter soll. Ja, die kannst du nicht.
Ja, Schatz. Schätzelein. Was? Die kommen nun mal automatisch, wenn du irgendwie rangehst. Und ich hätte ja, du warst nicht ja schon eher cheaten können. Nee, die sind ja gekommen zu ihrer Ursprungsposition sozusagen. Und da standst du dann schon zu nah an dieser Ursprungsposition dran. Aber egal. So. Hä, wieso ist der Bär denn jetzt schon tot? Steigt der diesmal nicht ab, oder wie? Meine eher, dass die absteigen, wenn du den Bären killst. Nö, der Bär ist ja nämlich separat. Hier ist er ja. Nein, weiß ich nicht, woran es lag. Komm, Herrscher. Mäh. Ja, jo, super. Das war schön. Das hat er schön hingekriegt. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr, du Vollhorst. Was, wenn mal jemand die Totems kloppt hier? Ist ja nicht auszuhalten. Jo, das war's. Schutzzauber. Keiner geht auf den Schutzzauber. Und währenddessen hat er seine Ketten. Stimmt doch gar durch. Nicht. Ich gehe auf den Schutzzauber. Und ich bin tot. Warum macht der Shami nix? Ist der Shami doof oder so? Der Shami ist gerade AFK. Der Shami hat einen Disconnect, deswegen sind wir verreckt. Schön. Ja, ich habe mich gefragt, warum ich keine Heilung bekomme, jetzt weiß ich's. Der Shami war gar nicht mehr da. So, ihr dürft jetzt ein paar Sekunden mit meiner Freundin verbringen. Viel Spaß. Die wird euch mal kurz bei Laune halten. Ich hole mir mal eben ein Actimel. Bring mir eins mit, ich habe keine mehr. Ich muss mir nachher noch welche kaufen. Ist es nicht toll? Gestern haben wir auch schon das Glück gehabt mit unfähigen Leuten. Ist echt toll. Wir waren gestern in Baradin-Festung und sind da auch so an die 10, 20 Mal verrückt, so ungefähr. Viermal! Mehr als viermal! Nein! Mindestens 5, 6 Mal sind wir verrückt. Und dann hat irgendwann nach dem dritten Mal endlich mal der Heal damit rausgerückt: Hey, ich war hier noch nie drin als Heiler. Nach zweimal Wipe hat der Healer gesagt: Ich kann das gar nicht. Nee, nach dem ersten Mal hat er gesagt, ich kann's gar nicht. Beim zweiten Mal haben wir den Healer dann gewechselt. Und dann ging das auch nicht. Und ja. Wir sind alleine schon zweimal gewiped, bis der endlich mal damit rausgerückt ist. Ich war hier als Healer noch nie drin. Da haben wir uns noch aufgeregt, schön, dass du das irgendwann mal sagst. Dann haben wir ihm das erklärt und sind dann immer noch gewiped. Und erst dann kam noch ein neuer dazu und sind dann trotzdem zweimal gewiped, weil der Priester das eine Mal in den Flammen stand und das andere Mal ja. Vor allem das Lustige ist, da waren die K dabei mit 6k DPS unterm Tank. Ja. Der erste Highlighter hat ja schon das erste Mal Disconnect gehabt und dann das zweite Mal war er unfähig. Naja, auf jeden Fall braucht man anscheinend einen neuen Heal. Ausschlusswahl, offline, schade. Ja. Ich habe ja gedrückt. Irgendwer hat noch nicht gedrückt. Danke. So. Ba-da-ba-ba.
Übrigens, ich kann auch noch kurz was erklären. In der gesamten Instanz gibt's random diese Hexenstecken. Man kann hier in der Mitte, da sind Frösche. Da könnt ihr die drauf anwenden. Und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr ein Haustier daraus, was, wo sieht das denn aus? Das sieht aus wie, Moment, da. Mojo, da. Der kleine süße Mojo. Und wenn ihr diesen den kann man küssen. Mojo küsst. Aber ich werde es jetzt nicht machen, nicht, dass ich den irgendwie... Und dann ist man ein Frosch. Quack. Quack. Ja. Und vor allem, der flüstert einem dann immer was Liebes. Naja, mir hat er zugeflüstert, Frosch im Hals. Fragezeichen. Oh, jetzt hast du ihn wieder weggepackt. Aha. Mich eingeschnappt, jetzt küsse ich meinen eigenen Mojo. Du bist ein hässlicher Frosch. Ich dachte schon, ich würde niemals, ihr würdet niemals fragen. So. Naja, 11.24 Uhr. Die meisten, wenn die wirklich, wir spielen ja bis Viertel nach einer Schule. Naja, ja, Leute, schaut euch wieder zu, wenn wir was Neues bekommen. Bis gleich. Jo, was haben wir denn? Oh, Parla hier. Ich glaube, das wird unseren anderen Parla nicht unbedingt so erfreuen, aber Pech für ihn. Hi. Ja, meine Freundin wird mal Konditorin, ihr merkt das schon. Nö, hat ja damit nichts zu tun. Und wer nicht will, der kriegt einfach. Das ist auch cool. Weil ein Boss down ist, geht er wieder. Ja, Leute, so was hat man zu kämpfen, wenn mal einer lieft. Gut, ich schalte euch dann wieder hinzu, wenn wir einen neuen gefunden haben. Nächster Versuch. Ein Shami. Tada! Ist sie das von eben? Nee, oder? Hi. Schatz, was ab? Ja, warte, ich gebe jetzt erstmal mal ein Törtchen. Frag Und jetzt gar nicht mehr, die kriegen einen Kopf. Konditoren. So. Konditoren. Lass mich in Ruhe, meine Törtchen sind lecker. So. Achso, absprechen. Ja gut, nee, die sind ja noch da. Ja, also, 1, 2, 3 dürfte irgendwie auch klappen, oder? Also ich gehe einfach vor die beiden und bleib da stehen, weil die müssen sich ja dann absprechen. Ja, beziehungsweise du musst als drittes theoretisch raus, weil der Buff, glaube ich, immer dann noch nicht ausgelaufen ist. Also, du hast ja, ja, wir werden sehen, wird schon. Ich glaube, ich muss euch den mit dem Rücken zu euch. Glaube ich. Ich meine, irgendwas in Erinnerung zu haben. So, wer setzt als erstes? Der Hunter als erstes. Jo, witzig, Leute. Noch weiter raus? Ist klar. Ja, sorry, wenn er so weit rausläuft, dann kann ich nichts machen. Dann kann ich, nicht abspotten, nicht. Der war ja am Arsch der Welt.